So, hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir, Crush und ich, euch eine neue Serie von uns vorstellen. Und zwar wollen wir hier im Scharmützel ein 1 gegen 1 machen. Also er gegen mich. Und wir machen Götterauswahl, Zufallswahl, dass wir quasi nicht die Götter bestimmen können. Anfangsstufe 3 und 1500 Gold wie eh und je. So, ich lade dich dann mal ein. Jetzt müsstest du Einladung bekommen haben oder kannst reinjoinen, wie auch immer. Nein, es wird nicht angezeigt. Jetzt? Ja. Okay, perfekt. Okay, so. Genau, wir werden jetzt gleich sehen, welche Götter wir spielen. Wie gesagt, Zufallswahl ist, denke ich, ganz, ganz lustig, weil wir auch noch nicht alle Götter mal gespielt haben. Und wenn wir da jetzt irgendwie Götter bekommen, die wir überhaupt nicht können, wird es bestimmt interessant. Des Weiteren haben wir uns entschieden dafür, dass wir Auto kaufen, also Auto-Buy und Auto-Skillung anmachen. Das heißt, wir haben überhaupt keine Kontrolle, was gekauft wird und welche Skills geskillt werden. Das ist vielleicht auch noch ganz lustig. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Spiel starten. Also ich habe Angst vor Assassine, muss ich dazu sagen, ja. Also die kann ich ja überhaupt nicht spielen. Ja, ich bin einfach mal gespannt, was jetzt passiert. Hallo? Okay, Können ich wir jetzt könnte auswählen? picken. Hä? Ist ja nicht so ein You're a long Zweck der Sache. shot. Nee, das ist echt nicht Sinn und Zweck der Sache. Was ist das? Okay, wir haben 78 Sekunden Zeit. Ich öffne gerade mal schnell. Random Org. Es gibt 83 Götter. Uwe, du musst Gott 32 nehmen. Okay. 11 Stück sind in einer 2, Reihe. 11, 22. Ich 32 muss hab's. ich nehmen. Ja, und ich hab 26. 11, 22. Oh. Noch nie gespielt? Also ich habe den Gott noch nie gespielt, den ich nehmen muss. Okay. Autogegenstände, Autofertigkeiten. Genau, ich habe jetzt auch nicht geguckt, was du hast. Werden wir gleich sehen. Ja, Oha. also ich habe ihn noch nie gespielt. Ich weiß, dass du Guan Yu schon gespielt hast. Also Vorteil auf deiner Seite in dem Falle. Bin mal gespannt. Kronos ist ja auf jeden Fall stark. Ein definitiv starker Gott, aber Okay, aber jetzt hier wurde schon Zauberkraft. gekauft und Oh mein geskillt. Gott. Ich hab, was hast du für ein Relikt? Reinigung. Ich Ich habe hab Reinigung. Teleport. Ernsthaft? Ja, Mann. Okay, Ja, weil er halt cool. wahrscheinlich normal auf Solo Lane geht. Ich bin jetzt mal mit Guan Yu gar nicht so unzufrieden. Wenn du aber mit Kronos einigermaßen gebacken bekommst, habe ich, glaube ich, richtig schweres Spiel. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Oh, aber Ah, doch gib habe mir ich. erstmal eine Klatsche und Ja, einen ich stelle jetzt gerade Half-Life. meine Skills. Ja, also. Ich habe Guan Yu, by the way, auch schon lange nicht mehr gespielt. Weiß auch nicht mehr genau, was alles wo, wie, wann, warum. Minions have spawned. Okay, damit werde ich dich auf jeden Fall fertig machen. Habe ich gerade beschlossen. Okay. Oh, geh weg. Wow. Alter. Okay. Ich habe die Skills zumindest schon mal verstanden. Ja, ich merk's. Ist schon okay. Oh, Pots werden sogar gekauft, fällt mir gerade auf. Warum gehen die alle auf mich, die scheiß Minions? Weil ich denen das gesagt habe. Bah, ich merke jetzt schon, das wird richtig eklig. Das wird ein lustiges Spiel. Also wie gesagt, ich habe Kronos noch nie gespielt, wirklich, wirklich noch nie. Ja? Ich weiß nicht mal, was mit diesem komischen Rad auf sich hat. Oh, doch, ich verstehe es. Ja, du Oh, kannst ist es das dann geil. verschiedene Sachen aktivieren quasi. Boah, diese komische Kugel. Das ist doch eklig. Ist ja geil. Schade, dass du Gott hast, den du schon mal gespielt hast. Das wäre extrem lustig gewesen, wenn wir beide einen gehabt hätten, den wir nie hatten. Wie ich jetzt Kronos noch nie gespielt. Ja? Kann Ja, also. ich bin aber noch, ich bin noch, wie sagt man so schön, ich habe schlechte Erfahrungen mit Kronos gemacht im Letzt, im Duell. Ja. Du hattest ja das Rank, ne? Da war ja was. Ja. Boah! Alter Falter! Nein!
Was macht denn das übertrieben Damage? Waren es die scheiß Minions oder was? Nein, das war ich. Bah, ist das eklig. Boah, ich krieg hier nicht mal diese scheiß Minion Wave geklärt. Ah, ich hab Angst. Bah, das ist wieder die nächste. Kann gar nichts mehr machen. Oh ja, das wird der Vorteil von mir gleich. Wird gleich weggehen müssen. Und bedeutet im Umkehrschluss, er verliert Minions. Ja. Möchte ja nicht ein Clear nachkommen. Aber Uvatil, das ist halt richtig freudig. Aber ich habe kein Mana mehr. Hast du mal auf mein Mana geguckt? Ah, interessant. Ja, da ist schon die nächste Minion Wave. Boah. Das war knapp. Das war richtig knapp, Uwe. Ja, ich habe mehr Minions momentan am Stessel. Und ich habe Vampirleichentuch, was eigentlich für mich jetzt ein Vorteil ist, gerade in diesem, wir haben beide keine Mana-Kraft mehr. Das war dein Tod, mein Freund. Nein. Boah, du triffst jeden scheiß Auto-Tag. Boah, ich hau ab. Das gibt es nicht. Letzte Mana. Ah, zum Glück habe ich ja Teleport, dann bin ich gleich wieder auf der Lane. Ah, der kauft ja selber. Ich kann ja nichts kaufen. Okay. Hat doch gut gekauft. Bei dir wird gut gekauft? Ja, bei ihm den Teleport, der hat mich am Anfang beschwert. Achso, okay. Aber dann bin ich wenigstens schnell wieder auf der Lane. Ja, ich hole mir gerade dein Mana, dachte ich mir mal so, ja. Okay, interessant. Um dich vielleicht so ein bisschen von Red abzulenken. Bah, schießt deine andere, deine Scheiße woanders hin. Wenn ich zu dir, zu wem dann? Ja. Also ich muss sagen, der Damage ist jetzt auch nicht so zu verachten, was ich hier mache. Nein, der Damage ist auf jeden Fall on point, ja. Also. Ja, aber deine auch. Kann mein scheiß Byte-Ding mal ein paar Pots kaufen oder wie sieht's aus? Ich habe auch keine Pots bekommen. Das Witzige ist, also wir dürfen jetzt nichts selber kaufen. Also wir sind ja, jetzt hier komplett auf das Autobuy angewiesen. Werden, ich glaube, die werden auch nicht mehr gekauft. Das ist gut zu wissen, aber ich muss schon wieder zurück. Aha, aha. Das war räudig, ne? Das war echt räudig. Schade. Boah, das. Ja, ist ja so schnell. Kannst vergessen. Bleib weg von mir, bitte. Oh Mann. Aber ich glaube, vom Level her sind wir momentan relativ gleich. Würde ich fast behaupten. Ja. Du hast ein bisschen mehr. Ne, ich hab ein bisschen mehr Gold. Lol, wie das? Oh, geh weg. Rigged. Ja, weil du schneller wieder auf der Lane warst. Stimmt. Dank deinem. Ja, Mann, ich beschwere mich nie wieder. Boah! Boah! Geh weg! Ich kauf irgendwas Gutes. Okay, keine Ahnung. Achso, ja, ich öffne schon das Kaufmenü. Ja, ich auch. Ja nicht, ne? Ich muss immer wieder wegdrücken. Shit. Nicht mal Worts, nichts. Nichts wird gekauft. Ja, wirklich rein gar nichts, ja. Kompletter Sparkurs. Aber bei mir, ich kann mich momentan nicht beschweren. Also bei mir wird eigentlich ganz cool gekauft. Stein von Gala, Gaia ist halt bei dir. Das ist halt extrem auf Leben, ja. Ich habe eine ganze Wave verloren. Boom. Das könnte ein echt langes, lustiges Spiel werden, ja.
Boah, diese Scheiße ist echt eklig. Vor allem deine Ulti, da will ich gar nicht dran denken. Ja, die escape mich halt, ne? Ja, und gib dir wieder Leben, meiner. Die freue ich mich ja fast am meisten. Hatte ich ja bisher nur gegen mich, ja? Also. Ist halt aber auch kein, muss man halt auch dazu sagen, dass es keine Ulti, die Schaden macht, oder? Nee, aber sie ist eigentlich schon extrem stark. Du kannst, ich muss dich zweimal töten in dem Fight, wenn alles passt bei dir. Man. Hast du gut erwähnt, wenn alles passt. Aber Kronos ist ja auch relativ Late-Game-lastig. Deswegen stört es mich gerade auf null. Warum auch immer du towerst, Verrückter. Lass mich. So. Das Ulti-Waste ist bei dir auf jeden Fall auch am Start. Ja, Mann. Ja, auf jeden Fall. Mario. Von deiner Ulti hatte ich schon ein bisschen Angst, bis eben gerade, muss ich ehrlich zugeben. Guck mal, eigentlich müsste ich mit dem Riesenschwert 10 Kilometer Reichweite haben. Warum soll es dir besser gehen als mir? Warum habe ich keine Pots? Ja, Mann, ist das so räudig. Macht das eigentlich Damage? Wahrscheinlich nicht so. Irgendwas macht's. Der Wave hier des Jahrhunderts. Ah, das sind ja noch Minions von dir. Ich gedacht, ich habe alle geklärt. Was meine Minions sind, die haben dir nichts getan. Viel lustiger wäre jetzt wirklich, ich habe ja eigentlich so, insgeheim habe ich, als wir drüber gesprochen haben, habe ich ja echt gehofft, wir kriegen so Support gegen Support. So richtig räudig mit Auto bei, weißt du? Ja, Mann. Aber hier mit Kronos kann ich mich eigentlich gerade ganz gut anfreuen. Der ist eigentlich ganz lustig. Wenn du mir jetzt gerade nicht so einen Schaden reindrücken würdest und da ist er. Das ist jetzt richtig uncool. Oh Mann, ich brauche schon wieder viel zu lange, diese Wave zu clearen. Ja, aber trotzdem hast du jetzt einen Vorteil. Also, das ist nicht wahr. Ja, gegen Kronos würde ich jetzt mal nur nicht so krass als Vorteil behaupten. Wenn ich sehe, dass der gerade telekinesischer Ring gekauft hat, freue ich mich gerade tierisch, ja. Das ist für deine Auto-Attacks, oder? Ja. Gibt's. Mal, lass mich. Das ist diese Scheiße, dann hast du dein Fatalis noch durch eine Fertigkeit von dir? Ja. Oh je, oh je, oh je. My strength increases. Kauf irgendwas, mach irgendwas. Nur tu's! Alter. Du Frechdachs, du Frechdachs! Okay! Also, dass du mein Mana-Cap geklaut hast. Ja, das war ich denk so, okay, er macht seins, ich porte mich sofort instant an meinen Tower und mach meins gemütlich. Und dann höre ich nur so bling, so nein, hat er jetzt nicht gemacht. Aber echt gehofft, dass ich da ungeschoren vorkomme. Kauf irgendwas. Aber noch ist der Abend nicht Tag. Ja, du. Dafür hast du heutige und meins gemacht. Das macht's auch nicht besser, oder? Tut mir leid.
Ja, wo sind meine Minions? Was hast du mit meinen Minions gemacht? Wie schnell? Ich guck einmal nicht hin und dann. Ich warte so, wann laufen meine Minions endlich rein? Oh, du hast Death-Item, ja? Ich guck gar nicht, was ich kaufe. Beziehungsweise, was mein Bot kauft oder was auch immer. Aber ja. Bah. Alter, die Scheiße ist richtig eklig. Bah, da zieht er wieder seine scheiß Ult. Die Ult ist richtig geil. Die Ult ist krass, ja. Ich meine, keine Ahnung, wenn man sich auskennt, dann kann man das wahrscheinlich vorhersehen, wo du dann wahrscheinlich landen wirst. Aber ich gehe ja nicht mal davon aus, dass du die einsetzt. Ich gehe davon aus, dass ich sie immer einsetzen werde, wenn es knapp wird. Ja, ich wusste nicht, dass du die schon wieder hast, aber gut, kombinierenderweise hatte ich meine ja auch wieder. Bah! Alter, verpiss dich! Aber irgendwie schaffe ich es nicht so ganz. Ja, wahrscheinlich stellt sich dann irgendwie raus, dass Guan Yu der absolute Konter für Kronos ist oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, also gut, ich habe halt Guan Yu auch schon öfters gespielt. Du, Kronos zum ersten Mal, das macht ja, ist wirklich, was aus. Das ist wirklich das allererste Mal. Bei mir ist es ja wirklich so, ich habe halt auch nur 19 Masters, ja. Ja, ich bin ja auf dem Gebiet echt so ein bisschen. Was kommt aber Mann eigentlich? Ich dachte schon. Was denn? Dass du bei meinem Mana-Camp rumläufst. Niemals. Ich kann. Du kannst doch nicht mal deine Relikte irgendwie entscheiden, was du kaufst. Ich hab Spray. Hätte ich mir niemals geholt. Bah, ist das ein ekliges Scheiß dann. Mir fehlt, um dich zu töten, ich hatte dich jetzt auch schon ein paar Mal lower, ja. Sagen wir es mal so, fehlt mir irgendwie der entscheidende, Warum? Erklär's mir bitte. Bah! Alter, was machst du? Dich angreifen. Wo bist du? Problem ist, der wird jetzt mit Sicherheit auch nicht auf Damage gehen. Deswegen. Ich denke mal, was ich so sehe, bin jetzt auf Cooldown. Eigentlich fehlt da jetzt noch so ein schönes Damage. Oh, doch! Ich sehe gerade, ich habe Titan's Bane. Nice. Wird eigentlich das Starter-Item verkauft? Mit Sicherheit. Also, ich gehe davon aus, aber. Ich habe in der Regelfall Autobein nicht an. Warum nicht? Oh, was machst du da hinten? Habe ich ihn gekriegt? Ja. Nee, doch, nein. Nein. Das habe ich ihn ja auch noch vorbereitet. Das jetzt, was macht er jetzt? Verkauft er das Starter-Item? Ich habe keine Ahnung, so weit bin ich noch lange nicht. Bist du schon so weit? Ich habe 2500 und das Starter-Item noch. Okay. Das wäre jetzt ein bisschen, keine Ahnung. Ein bisschen doof, ne? Wie gesagt, so weit bin ich noch nicht. Meiner kommt eigentlich gerade gar nicht mehr. Ich weiß nicht wieso. Eigentlich müssen wir so die Zahlen machen, wie viele Götter wir noch nicht gemastert haben und von denen dann die nehmen. Dass wir die auf jeden Fall noch nicht, zumindest mal noch nicht so oft gespielt haben. Ja, man kann man nicht auch auswählen nach nicht gemastert? Ja, genau, wir wählen einfach nur die nicht gemasterten aus und zählen die aus quasi und dann machen wir über random.org die, was wir einfach da haben. Das ist ja noch lustig, ne? Ja, weil es ist halt einfach nur lustiger. Wir wollen jetzt hier nicht, keine Ahnung. Nein, was spielen. Das ist hier echt nicht großartig ernst zu nehmen, sagen wir es mal so, ja. Sondern es ist einfach nur just for fun. Ich mach dir keinen Schaden. Ich hätte auch ganz anders gekauft, also was jetzt ganz anders ist, vielleicht falsch gesagt, aber
Ich hätte schon definitiv andere Sachen jetzt schon. Ja, darum geht's ja, aber wir wollen ja echt so dieses Auto bei und. Ah, verfolgt mich die ganze scheiß Armee, oder was? Das ist die Kronos-Armee. Bah, aber der Damage ist halt schon richtig krank. Boah, immun dagegen. Bah, okay. Der Damage ist halt auch schon echt real. Der Stun funktioniert definitiv nicht. Ja, ich hab 3-2 und der kauft nicht, ne? Ja, das ist echt so. Ich hab 4-2 jetzt, ich meine. Keine Ahnung. Okay, ah. Shit happens, gibt's halt kein bleibt's halt beim Starter-Item, ne? Ah. 5-0 ist halt auch schon richtig, Boah, da bist du ja. Bist weg. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er irgendwas kauft. Vielleicht hat er auf was extrem Teures gespart. Ne? Also ich habe 3-6, mir fehlt noch das sechste Item und er kauft es nicht. Nur mal so nebenbei, ne? Also ich hätte noch einen Slot frei und er kauft nichts. Komisch. Hm. Okay, kann sein, dass er das 3-8er-Item gekauft wollte und davor hat sich nicht gekauft. Der kauft die wahrscheinlich komplett direkt auf, die Items. Geh weg, lass mich in Ruhe. Ah, schon wieder diese Ult. Bah! Jetzt hast du meine Fertigkeit unterbrochen. War aber auch nicht nett. Macht das irgendwas? Keine Ahnung. Bah, schon wieder! Bah! Alter, mein Hauptangriff hast du zweimal direkt nach der ersten Sekunde unterbrochen. Ja, kauf mal was. 5000. Boah, aber nee, ich darf jetzt ja nichts kaufen. Dann ist halt so. Kauft er bei dir jetzt was? Keine Ahnung, ich bin noch nicht. Ich muss erst mal deine Minions hier weghauen. Ja, der hat jetzt das letzte Item zumindest gekauft, ne? Wenigstens etwas. Sag nicht Route, aber sperr der Isolation. Ist auch nicht sonderlich nett. Ist echt nicht nett. Ja, Tahuti oder sowas, irgendwie Penetration, keine Ahnung, oder noch mehr Speed. Hat es doch, das ist übertrieben, das Speer. Ja, ich weiß, aber jetzt, keine Ahnung, irgendwie noch was Besseres, irgendwas, was dich one-shottet. Ja, machst du jetzt wahrscheinlich. Wir haben immer noch keine Wards und nichts, Boah, das ist echt ein ekliges Land. Ja, okay, ich bin raus. Bah! Wo bist du? Hab ich dich getroffen? Ja, also mit dem ersten. Get back on your feet! Zu creepy. Schelle vom Titan bekommen. Ja, aber das ist doch kacke jetzt. Jetzt habe ich hier 6200 und der kauft nichts mehr. Hast du das letzte Item? Ja, ne? Ja, das habe ich. Na gut. Ba, 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 ba. Sollen wir das Starter-Item verkaufen? Vielleicht kauft er dann ja als anstatt dessen was. Kaufst du doch wohl selbst nicht. Wer weiß. Oh, halbe Stunde tot. Na, trink den doch mal einen Schluss. Einen Schluss, einen Schluck. Ah, okay. Hab ich mir mal gegönnt. Sonderlich nett.
Bevor du das jetzt gleich machst, dann kann ich. Aber mir fehlen so die Wards. Wards sind ja das, was ich eigentlich immer kaufe, weil ich sie unbedingt will, ja? Damit ich so ein bisschen Control habe, Map-Control. Damit ich sehe, was abgeht. Aber irgendwie, das fehlt mir ja komplett. Der Slow ist richtig krank. Ich mag den. Boah, dein Phoenix ist ja auch wieder da. Boah, es ist eklig. Boah. Jetzt ist schon so richtig, richtig unangenehm gegen dich zu spielen. Jetzt habe ich nichts mehr zum Lachen. Da konnte ich nicht mal meinen Aegis ziehen. Kauf doch was! Kauf was! So, jetzt bin ich auch 20. Jetzt wird's richtig eklig. Your middle tower is under attack. Na, lass mal einen schönen Tower stehen. Your middle tower has been destroyed. Das war close. Ja, yep. Aber ich hätte noch mal Ulti gehabt. Alles tutti. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das Max so lange geht, ja? Also ich dachte bei Supporter, okay, kann es ewig dauern. Aber generell, ich glaube, mittlerweile sind wir auf recht ausgeglichenen. Ich glaube eher, dass du schon mich jetzt richtig auseinandernehmen musst. Okay, hast du den Damage gegeben? Auf der Seite. Glaubst du nicht, dass ich dich nicht gesehen habe? Ja, ja, ist schon okay. Nein! Hast du mal aufgehört, dass du meine Minions hittest? Ja. Nein! Oh, das war close, Uwe. Ja, hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gedacht, dass ich das pack. Damn. Los, meine Minions. Boah, dein Phoenix ist ja schon wieder half-life. Du gehst nicht auf den Giant? Warum denn? Weil meine Minion, weil mein Phoenix sich jetzt töten wird. Nein. Aber fast. Will ich dich töten? Nein. Ich bezweifle, dass du es schaffst, meinen Phoenix zu töten. Ich auch. Bah, da bist du ja schon wieder! Geh weg! Ah! Minions, saved mich. Muss weg, sorry. Boah, wie du mir hinterher kommst, trotz meiner Ulti. Boah! Lass mich! Boah, ist das eklig, ich hab Angst. Boah! Wie kannst du mich hitten? Was ist das denn? Meine Bewegungsgeschwindigkeit und alles. Ah, das ist richtig eklig. Angriff und Bewegungsgeschwindigkeit. Richtig ekelhaft. Komm schon. Aber das ist halt schon deprimierend, der kauft nichts. 10.500. So, aber dein Ulti müsste noch derzeit. Fuck, mein Phoenix! Aha, aha. So ein bisschen auf mich ablenken.
Oh, ist das eine eklige Scheiße. Ah. Das holt mich aus allem raus. Okay, ich muss weg. Merk schon. Genau, geh du mal. User joined your channel. Hola. Wir brauchen noch kurz ein paar Minuten. Ja, der Jörg ist auch noch. Okay. Komm schon. Ich wachse das im Speckdos. Aha. Traust du mir sowas zu? Ich trau dir gerade alles zu, weil du Angst hast, jetzt im Late Game noch zu verlieren. Voll verzweifelt. Komm. So ein bisschen. Ein bisschen, ja. Erstmal eine Runde stehen. Wow, jetzt kommt der wieder. Was will der denn? User joins your channel. Hallo. Hallo, wir brauchen noch kurz. Was heißt kurz? Ein paar Minuten. Was gibt es nicht, dass du mich in der Ulti ja, wie hab ich dich da getötet? Keine Ahnung. Falls du von das machst? Ja. Kommt jetzt, meine Minions. 30 Sekunden, ich denke mal, das war's jetzt. Na, weiß mir nicht so. Oh doch, ich mach richtig guten Damage. Auf jeden Fall, sehr lustiges Game, muss man sagen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es feiert, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr sagt, okay, das war cool. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.